Bisher bei Resident Evil Revelations. Nein. Wir sind auf der Queen Semiramis. Verdammt, ich habe kein Signal. Vielleicht kriegen wir sie wieder hin. Seid ihr zwei okay? Geschafft! Mir ist die Kacke am Dampf. Wir haben ein verdammtes Problem. Die Solarenergie-Matrix wurde aktiviert. Satelliten, die Terra Grigia zerstört. Boss! Hol sie uns hier raus! Sorry. Aber ich fürchte, das geht nicht. Was geht da vor? Eure Zeit ist um, fürchte ich. Eine Rettung ist unmöglich. Chris wird mit dem Schiff nicht rechtzeitig bei euch sein. Chris, ist er okay? Keine Zeit zum Reden. Ich versuche, den Angriff zu stoppen. Ende. Verdammt! Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Hallo, willkommen zurück. Der schlimmste Tag seines Lebens. Ja, ich habe mich gewundert, warum's also der Übeltäter, das ist ja der eine Typ da, der alte. Warum will warum hat er die auf das Schiff gelockt? Die zwei? Parker und Jill, gell? Warum hat er die auf das Schiff gelockt und will sie jetzt mit der Laserkanone wollte ich sagen. Mit der Satellitenlasershow. Warum will er die da töten? Sind die so wichtig? Oder geht es gar nicht um die doch? Eigentlich schon, sonst hätte er die doch nicht auf das Schiff gelockt. Geleckt. Ich wollte geleckt sagen. Keine Ahnung. Aber er will ja den Virus verbreiten oder das Virus verbreiten heißt das ja eigentlich. Verstehe ich nicht. Ja, okay. Was stand jetzt, wo wir hin müssen? Nix, gell? Also hier können wir nichts mehr machen. Scannen ist immer noch ein Problem. Ich könnte ja mal bei der Steuerung gucken, das um. Also... Ich schau mal. Also umstellen geht nicht. Ich muss das benutzen. Mein Gamepad ist nicht kaputt. Ich weiß nicht, warum das so. Vielleicht drücke ich ja auch nicht gerade oder keine Ahnung. Was war hier jetzt? Hier ist das. Oh.
aus Reichweite. Ach, fing an, Handabdruck. Hier, Jackass. Der Chef hat mich informiert. Euch bleibt nur noch eins. Lenkt das Zielsystem des Satelliten ab. Und wie zum Teufel tun wir das? Ich weiß alles über dieses Schiff. Ich krieg's raus. Geht erstmal wieder rein. Ich melde mich bald wieder. Okay. Sind wir voll geheilt? Oder soll ich mich heilen und das dann... Ich bin voll geheilt. Okay, ich kann es nicht benutzen. Ja, ich habe da was gescannt. Ich weiß jetzt nicht, wo das war. Standobjekt, gell? Ich kann es nicht holen. Und das ist auch weg. Okay. Gehen wir rein. Die Leiche ist weg. Also, okay. Das ist der andere Fahrstuhl von der anderen Seite, gell? Stehen. Wieso? Ich weiß, was ihr tun müsst. Ihr benutzt die Drohne. Was? Auf diesem Schiff ist eine Drohne? Ja, Veltro hat sie letztes Jahr für Angriffe benutzt. Der Container ist am Vordeck. Die Drohne setzt Täuschkörper frei, die das Zielsystem des Satelliten ablenken. Okay, dann sind wir unterwegs zum Vordeck. Beeilt euch lieber, Quint Ende. Vordeck aufsuchen. Ich habe im Aufzug habe ich was gelesen. Da müssten wir wieder hoch zum Aufzug, zum anderen. Also da konnten wir, glaube ich, hochfahren. Und dann ist ja noch das Solarium, gell? Moment, ich muss mich jetzt gerade mal kurz... Ja,
das war unten. Solarium ist oben. Also hier. Da ist nichts. Ich hätte gedacht, ich hätte was gehört. Cafeteria war das. Wo es zum Aufzug zurückgeht. Ja, aber da ist auch so ein komisches Ei. Da an Deckung, ja. Oh, das sind mehrere. Verflucht. Sag mal, bin ich allein? Nee. Aber der tut nichts. Oh nein! Das Ei ist noch hier. Oh, ich kann drauf schießen. Konnte ich das vorher auch schon? Ich weiß es nicht. Aber das wird aufgehen. Das stimmt. Ist hier noch Munition? Ich kann da nicht rum, ich muss da durch. Ich hab da schon gescannt gehabt. Jetzt kann ich es nochmal. Weißt du was? Schnell, Jill! Die Drohne ist im Vordeck! Da ist nichts. Hm.
Links. Ich weiß halt nur eins. Mir ist so ein Viech schon mal begegnet und das hat mich One-Hit. Ich bin da nur vorbeigerannt. Jetzt weiß ich aber nicht, wenn ich jetzt rausgehe und dann links rum oder hoch. Der Aufzug. Gut, es sind zwei. Oh, die kommen hoch. Ja. Ja. Ich kann da gar nichts machen, wenn die einen erwischen. Darf man gleich hier durch. Schnell, Jill! Die Drohne ist im Vorteil! Mal gucken, ich komme auch rein hier. Abschiedsbrief. Die Schrift ist klein und zittrig. Das war's für mich. Ich habe nur noch eine Kugel. Die bringt mir in einen Kampf nicht wirklich viel. Nein! Die Kugel ist für mich. Mach's gut, Leute. Es war eine schöne Zeit. Da ist ja irgendwas hier drin. Ah, der ist. Ja? Sind die draußen wahrscheinlich, gell? Oh, Waffe wechseln? Was ist das für eine? Python. Warte mal, ich muss das mal... Ich kann das von hier gar nicht gucken. Ist die besser? Nein, jetzt habe ich die. Python, was ist das für eine? Ich weiß es nicht. Oh nein. Das war der. Ach, Abschied. Mal die Seite. Jetzt muss ich hier raus, wieder durch die Tür. Und die sind da draußen.
da war doch gar keiner. Es ist Rachel! Sie lebt noch! Sorry, ich habe leider keine Zeit zum Spielen. Ah! 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 Ha! Oh! Wo ist sie? Oh. Ach Mensch! Oh! Ja, ich muss doch erst zielen. Ach, an die dumme Kuh, da habe ich nicht mehr gedacht, dass die hier noch auftaucht. Na? Oh, von 47 auf 92. Ist hier nix? Den hatten wir schon, ne? Yeah.
pam, 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 pam. Waffenkiste. Ach, da kann ich mir jetzt mal kurz die Python da angucken. Ah, Schaden 3, Feuerrate 1, Feuerstoß 4. Python. Oh! Die beste Waffe ihrer Klasse. Guck mal, Feuerkraft. Heiliger Strohsack. Tja, schwere Entscheidung. Was braucht denn die für Magazin? Normale Pistole? Oder ist das eine Magnum, Python? Magazin steht gar nichts. Weil dann würde ich die nehmen. Ja, ausprobieren. Das kann man nur ausprobieren. Wechseln, zurück. Wechseln, zurück. Ah, entfernen jetzt. Dann würde ich die jetzt mal tauschen. Schaden 3? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schaden betäuben. Ah, was habe ich jetzt gedrückt? Nee, das wollte ich doch nicht. Das wollte ich. Feuer 3 Schüsse? Nee, das will ich eigentlich nicht. Das kann man bei MG eher machen. Aber da eher nicht, wenn ich nur einen Schuss brauche. Das nützt ja nichts. Und dann nehme ich hier Schaden 2. Und Feuerrate von mir aus auch. Ja, ich probier's mal so. Mach was hier drin. Jo, jetzt weiß ich nicht, soll ich hier oder... Ich
Ich weiß das jetzt nicht mehr. Zum Aufzug. Ich glaube hier lang. Dann will ich aber trotzdem hier gucken. Handgranate. Oh. Das war Bart. Ach, warte mal, was war das? 200 war das. Zimmernummer. Da ist der Aufzug. Brücke? Obere Kabinen? Verdammt, wo war denn das? Da habe ich Vorderdeck gelesen in einem Aufzug. Soll ich mal obere Kabinen gehen? Oh Gott. Brücke. Mach mal Karte. Drück gleich Aufzug weiter. Warte mal, Vorderdeck. Mal Promenadendeck. Ist da ein Aufzug? Ist es dort vielleicht gewesen? Ja, vorne, das hat nämlich Verbindung mit dem Vorderdeck. Obere Kabinen. Ja, eigentlich nicht. Aber da ist ein Raum mit. Oder was mit? Mit Karten lesen. Es war obere Kabinen, gell? Soll ich nochmal runter und die Granate werfen? Obwohl, die Brücke hat eigentlich auch Verbindung mit dem Vorderdeck. Die Treppe runter. Soll ich mal probieren? Also wenn nicht, gehe ich halt wieder zurück.
Schnell, Jill! Die Drohne ist im Vordeck! Schreck mich doch nicht. Scannen, ne? Ja, ich weiß, ich brauche immer Munition. Keiner. Ach, da sieht man gar nichts. Da ist ein Aufzug, Tatsache. Oh, ich hätte an der Brücke noch mal gucken sollen wegen Loot. So, scannen. War ich in dem Raum drin? Ja. Vielleicht war es der Aufzug, wo ich gelesen habe. Vorderdeck, ja. Vordeck. Also habe ich doch recht gehabt. Jetzt Achtung, da war ich noch nicht. Wo ist die Drohne? Abdruck. Komm schon wieder so komische Viecher hier. Magnum, also doch Magnum. Wie die sich immer rückt. Die Arme kriegt zum Kreuz. Also das sind zwei Kartenlesertüren. Ich hab ja Karte, gell? Draußen sind Viecher. Ich hab sie gesehen.
soll ich andere Tür nehmen? Ich meine schlimmsten Feinde heimsuchen. Alle? Der rennt schon wieder vor. Was ist das für eine Tür? Wo willst du hin? Die Drohne ist da lang. Oh mein Gott. Doch checken wir. Waffenkiste. Brauchen wir jetzt nicht, oder? Wir haben nichts dazu gekriegt. Oh, dürfen wir jetzt Drohne benutzen, oder was? Das würde ich gerne. Nein! Ich glaube, ich spinne. Mein Gott, hey, müssen die mich so erschrecken? Noch ein. Ah! Endlich etwas Ruhe und Frieden. Penner. Oh. Sind das Kisten? Ja, gell? Guck, hätte ich im Schlafzimmer nicht gescannt, hätte ich jetzt keine Granate gehabt. Und dem Spuk ein schnelles Ende bereitet. Ich bin der König der Welt. Briefcheck. So, und ja, und was jetzt? Ich soll es aufmachen. Der steht die ganze Zeit hier und hätte es auch tun können. Da! Gott sei Dank! Was
könnte die BSA auch von mir wollen? Wie lange ist das jetzt her? Fast ein ganzes Jahr. So leid es mir tut. Du bist zu spät dran. Präzision 92, eigene Tode 1. Ach, das war bei dem Cafeteria, das Ei, das komische. Ja? Das schnappt einen und man kann gar nicht mehr sich befreien, gar nicht. Okay. Dann machen wir in der nächsten Episode weiter. Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch was. Bis später. Tschüss. Ups. Ciao.